Sejan Lakic, Glückwunsch zu diesem Tag. Danke. Sie haben vor dem Spiel gesagt, niemand darf Wunderdinge von mir erwarten. Kann es sein, dass Sie sich so einen Tag nicht mal selbst zugetraut haben? Ja, ich habe mir mal geglaubt, aber natürlich, es ist schwer, nach so einer Zeit so selbstbewusst zu sein, um zu sagen, dass ich natürlich sofort treffen werde. Aber ich freue mich einfach, dass das heute geklappt hat, dass wir auch gewonnen haben und alles perfekt. Sie sind ja schon wieder überraschend selbstbewusst. Wir haben gesehen, nach den Toren haben Sie Ihren Bizeps gezeigt. Was wollten Sie damit sagen? Was wollten Sie damit ausdrücken? Ja, das ist mein alter Jubel noch aus Kaiserslautern. Und ich wollte den wieder zeigen, weil es ist lange her. Und natürlich wollte ich zeigen, dass ich wieder da bin. Wissen Sie, wie lange es her ist? Wann haben Sie Ihr letztes Bundesliga-Tor geschossen? Ja, im letzten Spiel für Kaiserslautern. Wissen Sie, wann das war? Ja, letztes Spiel Bundesliga. Ich weiß nicht, welcher Datum, aber zu Hause haben wir gespielt. Das ist ein Dreivierteljahr her. Das war mein Abschiedsspiel, ja. Genau. Wie kann es sein, dass man in 25 Spielen nicht trifft und dann plötzlich so einen Abend, Nachmittag hinlegt wie heute? So ist Fußball. Wenn es nicht passt, dann passt es einfach nicht. Und so war das einfach in letzter Zeit. Immer irgendwelche Probleme und immer hat das einfach nicht gepasst und auch wenig Vertrauen. Hier von dem ersten Moment funktioniert das alles sehr gut und ich bin einfach froh, dass ich jetzt hier bin und natürlich ist das ideal, dass ich heute sofort getroffen habe und ich versuche weiter gut zu spielen und weiter Tore. Sie haben gerade das Vertrauen angesprochen. Sie sind ja erst seit Dienstag da. Welche therapeutischen Tricks hat denn Armin Fee angewandt bei Ihnen seit Dienstag? Eigentlich nichts. Der hat das gemacht, was das Beste ist. Hat einfach mir Vertrauen geschenkt und von dem ersten Moment habe ich gespürt, dass ich hier willkommen bin und dass die Mannschaft gut funktioniert und in so eine Mannschaft ist auch dann sehr einfach reinzukommen. Herr Lakic, jetzt wollen wir abschließend noch mal testen, wie sehr Sie schon indoktriniert wurden in Frankfurt. Was ist denn das Saisonziel von Eintracht Frankfurt? Klassenerhalt. 40 Punkte, denke ich. Das hat der Trainer Ihnen eingebläut, ja, oder? Ja, das ist auch okay so. Und dann sehen wir weiter. Aber das ist nicht Ihr Ernst. Sie haben schon 36 Punkte. Doch, es ist ernst. Es ist noch nicht. Fußball habe ich gelernt, dass bis es nicht geschafft ist, ist nicht geschafft. Deswegen muss man weiter dranbleiben und dann sehen wir. Da wird der Trainer sehr zufrieden sein. Danke, ja, Sejan Lakic. Danke.